Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Deponia! Und da ist ein H. Warum ist hier ein H? Geh weg. So. Alles gut? Was haben wir eigentlich im letzten Part angestellt? Ich weiß das schon gar nicht mehr, weil ich war in Aufnahmerausch. In Aufnahmerausch. Mhm. Gutes Deutsch, Manni. Sehr gutes Deutsch. Achso, wir sind vom Himmel runtergefallen. Ich erinnere mich. Mit Goal, beziehungsweise Goal ist vor uns gefallen und wir hinterher. Und wir haben Poki reden lassen, sehr viel reden lassen. Er hat uns quasi die Ohren einmal abgebabbelt und dann wieder rangebabbelt. So, wir könnten Toni besuchen. Mag ich, oder Wenzel, mag ich die? Nee, wir gucken mal im Rathaus, was so im Rathaus vor sich geht, weil hier stehen so viele Menschen. Gucken wir mal, was die für eine Party feiern. Vielleicht feiern sie ja Party, dass wir wieder zurück sind. Immer der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Na, dann versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Unsere Geschichte stimmt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns kein Mensch glauben wird. Sogar wenn wir die Wahrheit sagen. Also könnten wir uns eigentlich rein theoretisch... Oh, Magnete. Eine neue Geschichte ausdenken. Ja, wir nehmen halt einfach mal die Magnete mit. Lotti. Micek. Gonzo. Lobo. Ist überhaupt Micek ausgesprochen? Wir werden es nie erfahren. Frau mit grünen Haaren, die Kaugummi kaut. Wir könnten Poki mal wieder reden lassen. Wir haben schon lange nicht mehr Poki reden lassen. Ja, jetzt sind wir endlich im Rathaus und damit bei einem Charakter, der halt im Prinzip von Anfang an eigentlich nur als so ein kleiner Nebencharakter gedacht war, und auch sehr stark noch immer in der finalen Version, in der schönen durchanimierten Fassung halt immer noch sehr stark an mein sehr grobes Skribbel erinnert, das ich als Briefing quasi schon mal in den Raum reingezeichnet hatte. Und das ist Lotti, wunderbar vertont von dem begabten Daniel Wellbart. Ja, ich selbst hatte ehrlich gesagt, weil Lotti ist halt wirklich schon eine Randfigur gewesen bei Deponia und auch, dass sie später nochmal wieder auftaucht, so viel darf ich vielleicht schon mal vorweggreifen in einem der späteren Teile, war nicht von Anfang an geplant. Und keine Ahnung, warum gerade dieser Charakter halt so viel Anklang gefunden hat. Und das tatsächlich nicht nur bei Leuten, die sich halt irgendwie über YouTube bei Let's Plays halt irgendwie informiert haben und zuckersüß fanden, wie sich unser Lieblings-Let's Player Gronkh halt in Lotti verliebt hat. Das war sehr entzückend. Sondern eben auch tatsächlich in der Presse und auch in der internationalen Presse ist Lotti halt zumindest immer aufgefallen. Und ich weiß tatsächlich, dass ich eine Mail sehr, sehr lange beantwortet habe. Da habe ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Mühe genommen von einem aufgebrachten Kunden, der tatsächlich ungehalten darüber war, dass wir uns in Deponia über transsexuelle Neigungen lustig machen, mit dem Charakter Lotti nämlich. Und das fand ich, das hat mich halt irgendwie gestört, weil Lotti ist ja eigentlich, auch wenn das ihr Falsetto zugegebenermaßen klischeehaft übertrieben ist, ist sie ja selbst gar kein lächerlicher Charakter, sondern der lächerliche Charakter ist ja immer der Rufus. Und die Leute sind halt eigentlich alle Opfer von Rufus. Und besonders schön ist, dass tatsächlich aber auch Rufus halt überhaupt keine, zumindest keine normalen, herkömmlichen Vorurteile oder Intoleranzen hat. Ihn stören an Charakteren immer ganz andere Sachen, als es halt
herkömmliche Idioten tun. Ja, denn herkömmliche Idioten zeichnen sich ja tatsächlich durch eine gewisse Intoleranz aus. Rufus ist aber ein ganz besonderer Idiot, ein Idiot der speziellen Art. Und der hat eigentlich eine sehr liberale Art der Intoleranz. Und zwar findet er alle anderen Leute dämlich. Und deswegen ist er in dieser Hinsicht eigentlich sehr, sehr liberal. Er behandelt eigentlich alle gleich. Er behandelt alle ziemlich scheiße. Ja. Und die Opfer können halt aus allen Lagern kommen. Das ist die letzte Konsequenz des liberalen Gedankens. Am Beispiel von Deponia. Herzlich willkommen. Mein Name ist Poki Pokinson. Oh, ich mag Lotti. Lotti erinnert mich so ein bisschen an die Kantinenfrau von Harveys Neue Augen. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Schlecht. Hallo Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flittchen. Ich finde es einfach so herrlich, wie sie gesprochen wird. Das ist einfach genial. Ich feier's. Mögt ihr auch Lotti? Ich mag Lotti. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Wie funktioniert das mit der Wartenummer? Bevor sie uns vorlassen soll, erstmal höflich fragen. Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Ich glaube, Lotti ist leicht gereizt. Ich vermute es aber nur. Ich glaube eigentlich, dass sie ein herzensguter Mensch ist, aber irgendwie glaube ich, dass sie heute ein bisschen gereizt ist. Es liegt wahrscheinlich an ihrer Aussprache, aber kann auch nur eine dumme Vermutung natürlich von mir sein. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Ich bin geneigt, das hier zu drücken. Bin ich jetzt endlich dran? Bin ich jetzt endlich dran? Ich feiere es jetzt schon. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Dann ziehen wir halt eine Nummer. Eine Wartenummer. Ah, da. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. 64, 65. Die drei müssen wir eliminieren und Wenzel müssen wir auch noch eliminieren. Können wir da hin? Ach, zum Goal! Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren,
was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Größerer Krankenaktenschrank gecheckt. Oh, wir können es so gut malen, das ist echt atemberaubend. Also, der Weg fällt weg. Wir müssen jetzt ganz außen rumlaufen, wir müssen Dietra eliminieren, Wenzel eliminieren, am besten mit einem Arschtritt. Das soll, glaube ich, der Bürgermeister sein, der auch noch eliminiert werden muss. Dazwischen will er noch was kochen und einen Kaffee brauen und dann will er sie wach küssen, aller Schneewittchen und mit ihr immer noch nach Elysium reisen. So. Wir können seine Karten perfekt lesen und lassen jetzt auch einmal Poki reden. Ja, das ist der Sitzungssaal und hier ist natürlich wieder vor allen Dingen eine Glanzleistung von unserer Sinica, die Goal spielen musste, beziehungsweise eine unglaubliche darstellerische Leistung von Goal, die ich ja jetzt hier habe und die vielleicht jetzt mal aus dem Nähkästchen erzählen kann, so wie schwer es ihr hier gefallen ist, die Rolle der Sleeping Beauty, wie man ja im dramaturgischen Fachkreisen sagt, hier in diesen Raum zu transportieren und damit halt auch diese unglaubliche Aura der großen Erwartungen zu erzeugen, die halt einfach komplett diese gesamte Szene beherrscht. Ja, das hatte ich mir in der Tat etwas anders vorgestellt. Mir wurde ja eine Hauptrolle versprochen. Moment mal. Das ist ja eine Hauptrolle. Ich meine, das ist ja eine sehr wichtige, zentrale Rolle. Also ich habe so gut wie nichts gesprochen. Ja, aber dafür gewirkt. Also man merkt ja dieses Wirken im Raum der Sleeping Beauty. Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle hier abbrechen. Ich habe noch viel weitere spannende Fragen, aber ich möchte ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Und deswegen vertagen wir das lieber auf einen späteren Screen und Entwicklerkommentar. Ich möchte ja auch, dass ihr dranbleibt. Und wir wollen jetzt auch nicht diese eben angesprochene Aura hier zerstören mit zu viel Dazwischengequassel. Deswegen bis gleich. Genau, Poki, du quasselst nämlich immer zu viel. So, Gizmo, ein Schrank, den wir... Hier können wir nichts machen. Doch, wir können den Türknopf betätigen. Wir könnten Goal an die Titten krapschen. Ich will aber eher wissen, was... Weil ich irgendwie vermute, dass Gizmo auf sie aufpasst, will ich eigentlich an den Türknopf. Was ist da drin? Ist da was drin? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Das ist nur eine Einbildung. Reden jetzt doch mal mit Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Ich werde sie retten. Worauf warten sie? Helfen sie ihr?
Ich will einen Notfall melden. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr alleine lassen? Haben Sie Aufputschmittel für mich? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ich werde sie retten. Ah, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Mich würde mal interessieren, wie groß seine Apotheke ist, wenn er jedes Aufputschmittel bereits an ihr ausprobiert hat, was sie nicht geweckt hat. So. Diese Helme sehen verdächtig aus. Zum Glück habe ich immer Papier und Stift an meinem Schreibtisch. Nur leider kann ich nicht zeichnen. Ich schreibe Propeller. Hammer, ich sag jetzt mal Hammerhut. Ah, das mittlere, keine Ahnung. Alienhut oder so. Alienhut. Irgendwie können wir die bestimmt eliminieren. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir es hin. Wir haben schließlich Magnet, also können wir auch irgendwas in die Luft sprengen. Weil der Sprengmeister hat ja gesagt, sie brauchen Magnete. Wir könnten jetzt Wenzel besuchen gehen. Na, wusste ich doch, ich habe schon mal den Propeller irgendwo gesehen. Dass der Propeller ist. Was ist das da? Wahrscheinlich der Hammer. Ist das dann das Alien-Ding? Wir probieren es einfach aus. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Haben wir schon. Haben wir schon. Wir haben ja auch Magnete. Möchtest du mit uns reden, Poki? Das ist nicht mein Lieblingsscreen. Wenn ich mir diesen Screen angucke, dann sehe ich halt mehrere Kämpfe, die ich verloren habe. Und zwar, der eine ist, dass ich mir halt diese Sprengplankarte irgendwie optisch halt auch ein bisschen anders vorgestellt hatte. Wir hatten allerdings da aufgrund von einer gewissen, ich sage jetzt mal, Fehlplanung im Bereich der Hintergründe, hatten wir tatsächlich für diesen Screen nicht eingeplant. Dafür gab es eigentlich gar kein Geld. Und ich habe immer gesagt, so ja, da können wir doch halt irgendwie den Stadtkern von Kuwak nehmen, das brauchen wir sowieso als Schablone und daraus halt so eine Art Postkartenmotiv machen und dann zeichnen wir da drauf unsere Schrottminen, unser Schrottminenlabyrinth, die Systeme, das wir nachher brauchen, um halt die zu sprengenden Gebiete zu markieren, die auch gar nicht im Endeffekt so wichtig sind für ja, das Sprengen, das hier später stattfindet. Darüber möchte ich noch gar nicht zu viel verraten, weil wahrscheinlich habt ihr es jetzt noch gar nicht gemacht, je nachdem, wann ihr mich anklickt. Ich hoffe, ich kann es ja jetzt nochmal sagen, dass ihr mich immer möglichst spät erst anklickt, weil ich ja auch immer sehr viel quasi erzählen möchte und dann meist ein paar Informationen zu den Rätseln schon vorwegnehme. Also immer Spoilergefahr. Achtung, wenn ihr mich anklickt, kommt möglicherweise schon zu spät. Genau, dieses Tunnelsystem, das ist im Prinzip noch genau meine blöde Skizze, die ich innerhalb von 30 Sekunden gemacht habe auf dieser Karte. Die hat irgendjemand nur Farb verändert, damit sie optisch zu dem Rest passt. Und das ist natürlich tatsächlich nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Also gucke ich immer noch mit ein bisschen Magengrimmen auf diese Karte und sage so, oh, eigentlich ist das viel hässlicher als das, was du davon im Kopf hattest. Aber weil wir ja tatsächlich gar kein Geld mehr für diesen Screen hatten und gesagt haben, wir machen den so einfach und schrummeln den halt zusammen aus einzelnen Sachen,
konnte ich da mich auch gar nicht weiter verargumentieren. Ja, ein kleiner Verlust dieser Screen, was die Optik anbetrifft. Der zweite verlorene Kampf in diesem Screen ist, dass der tatsächlich in unserer Planung und auch jetzt durch das Questlog als Minigame deklariert wurde, obwohl es eigentlich wirklich kein Minigame ist. Es ist ein Close-Up-Rätsel. Es ist ein Teil eines Rätsels, das halt irgendwie im Close-Up funktioniert. Und jetzt sieht es so aus, als wäre es ein Minigame. Und mit der Minigame-Hilfe verrät man eigentlich gerade mal nur das Rätsel. Das ist ein bisschen unsauber von der Trennung her. Aber da habe ich dann gegen unseren Barde meinen Head of Game Design quasi verloren, der gesagt hat, nein, das hier hat eine eigene Steuerung, die abweicht von der normalen Adventure-Steuerung. Also ist es ein Minigame-Buster. Aber ich muss immer auf Barde hören. Das ist wichtig, sonst wären die Spiele scheiße.